Hallo und herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malz. Und das war Morsezeichen. Das waren angeblich, habe ich mir sagen lassen, Morsezeichen. Ich habe das vorher nochmal übersetzt. Nein. Wir haben heute eine Premiere. Stimmt. Eine Premiere für uns in Video und ich glaube für mich auch in Blogform. Also komplett. Ich weiß nur, dass ich einmal bei Jason im Livestream, als ich da war, einen kanadischen Whisky hatte, wo wir beide gesagt haben, der ist nichts. So viel dazu. Aber genau, es ist nicht der. Genau, aber es ist nicht der und das ist das, was wir eigentlich sagen müssen. Das Highlight, die Neuerung ist, wir haben heute einen Canadian Whisky in der Besprechung. Genau. Ich bin gespannt. Du bist gespannt. Ich habe am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, welchen Whisky man als nächstes nehmen könnte, Canadian Whisky. Hatte ich überhaupt schon mal einen Canadian Whisky im Glas? Mhm. Ich glaube nicht. Ja. Also, gibt es auch nicht viel. Crown Royal, J.P. Weiser könnte vielleicht noch ein Begriff sein. Und dann hört es bei mir auch schon auf. Also es gibt sehr viel Canadian Whisky, aber findet in Deutschland quasi nicht statt und hat auch, glaube ich, bei uns keinen besonders guten Ruf. Aber jetzt gucken wir mal. Also wir haben heute den Signal Hill Whisky im Glas. Genau. Wir haben ein bisschen recherchiert, so im Vorfeld. Und Rahmendaten 3 bis 5 Jahre alt, 40%, nicht gefärbt, was ich sehr krass finde bei der Farbe. Ja. Ehrlich gesagt, vorhin habe ich noch gehört, ist bestimmt gefärbt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die färben dürfen, weil der ist wirklich dunkel. Also er ist nicht gefärbt, 40% und nicht kühl gefiltert. Mit anderen Worten, der müsste ordentlich cloudy werden, wenn man ihn kühlt, weil er da drüber ist. Also er ist so jetzt nicht trüb, aber ja, die Gefahr laufen sie auf jeden Fall. Gelagert in New American White Oak, Ex-Bourbon und Ex-Canadian Whiskey Casks. Mhm. Und dann jeweils 3 bis 5 Jahre, weiß man nicht genau. Die Brennerei scheint auch Signal Hill zu heißen. Und abgefüllt wird er in Sichtweite dieses Signal Hills. Genau, und da wurde sowohl das erste transatlantische Telekommunikationssignal empfangen, deswegen auch das tolle Intro. und irgendwas mit dem ersten Transatlantikflug hat es anscheinend auch zu tun, so steht es zumindest auf der Rückseite. Glaub mir, können wir nicht erzählen, oder? Flasche, du bist immer der über die Flaschen redet. Stimmt. Was habe ich eben gesagt? Mich hat diese Symbole, diese Berge so ein bisschen an Twin Peaks erinnert oder auch an irgendwelche Illuminati-Verschwörungstheorien. Ich habe hier so die Schärfe. Ich mach auch ein Bild. Pack das Bild rein. Ja. Ich habe, jetzt wo ich so drauf gucke, erinnert mich das auch ein bisschen an das alte A von der Arbeits-, damals noch vom Arbeitsamt. Okay, das ist aber nicht sehr nett. Ja, das ist natürlich das A, was dann durch den... Was ich sagen würde zu der Verpackung ist, also wir sprechen hier von einem Whisky unter 30 Euro tatsächlich. Ne? Also ich habe gerade geguckt, so wenn man das mal schnell in eine Suchmaschine einhackt, 28 Euro oder so online, ist kein Problem, so in den Bereich zu kommen. Und dafür finde ich, coole Flasche. Echt solide gemacht. Dicker Glasboden. Dicker Glasboden. Dann hier diese Morsezeichen unter dem Signal Hill. Und das ist auch nicht aufgeklebt, sondern das ist auch richtig auf die Flasche gedruckt. Und das hier ist ja auch also so milchglasig und richtig geprägt und so. Oder Relief, wenn es rauskommt, geprägt wäre, wenn es drin wäre, oder? Naja, egal. Ist auf jeden Fall alles toll gemacht, wenn wir zum Beispiel an den Glenfiddich 15 denken, wo mittlerweile sogar der Hirsch aufgeklebt ist auf der Flasche. Ja. Hatten wir ja jetzt gerade auch erst im Video. Dann
Also ist auch eine schöne Flasche, aber der Hirsch zum Beispiel ist mit so einem Plastikding so draufgeklebt. Ja. Das ist hier tatsächlich hochwertiger gemacht. Also schon cool. Tja. Pirr, den für dich. Tja, der kommt dann auch gleich wieder weg hier. Zack. Gast auf das Hirsch des Brunnen. Genau. Okay. Was ist für dich okay? Der erste Gedanke war parfümiert. Den haben wir jetzt schon wirklich ziemlich lange hier im Glas stehen, weil wir nebenbei noch aufgebaut haben. Es hat ein bisschen länger gedauert, als gedacht war. Vorhin hatte ich, als er noch frisch drin war, dachte ich so, das geht schon fast in eine Likörrichtung. Ja. So ziemlich süßlich und eine ganz tolle Kirsche. Kirsche? Die ist jetzt schon fast wieder raus. Jetzt ist er sehr, sehr mild, ne? Sehr parfümiert, sehr. Ja. Was ist das denn? Er hat so ein bisschen so ein Bourbon-Anfang, ne? Ja. Destillation. Wir können noch was über die Destillation sagen. Genau, es ist ein Mais-Whisky und ein Malt-Whisky. Und der Mais ist auf Column Stills und der Malt ist auf normal Pot Still destilliert. Insofern diese Maisnote, die ist da mit drin. Ja. So. Ich bin mir noch nicht, ich bin noch unentschlossen. Die Nase. Ob dir die zusagt oder nicht. Ich mag Bourbon. Mhm. Und wenn ihr von einer Klebernote sprecht, dann rieche ich die nie. Ich rieche die nie. Ich rieche es ja immer lecker. Das ist alles toll. Ich rieche da immer lecker. Und hier habe ich die jetzt ein bisschen. Also Kleister. Mhm. Also Tapetenkleister. Was von mir auch eher eine positive Assoziation aus hervorruft. Aber ungewohnt. Ja, und er hat so eine vanillige Süße noch. Ja. Ja. Und ansonsten ist nicht so viel los. Wollen wir mal einfach lass mal, uns probieren. Ja, sehr gerne. Slange. Okay. Den finde ich ganz gut. Das ist aber. Da bist du aber schnell überzeugt. Ja, okay, halt, stopp. Bis zurück und zurück. Warte. Der Abgang. Oh krass, was ist das denn? Ich habe jetzt diese Zuckerperlen. Weißt du, die man an so einer Halskette tragen kann und so. Ja, an Halskette hatte ich auch direkt gedacht. Boah. Das ist ja stark. So eine richtige. Findest du? Bei mir hat er so eine komische Würze jetzt. Ja. So eine Eichenwürze, die aber nicht diese normale schottische Eichenwürze ist, sag ich mal. Mhm. Sondern als ob es eine andere Eichenart wäre. Und dabei ist Weißeiche. Es ist ja, könnte die Weißeiche sein. Aber amerikanische Weißeiche. Ah, die kennt man. Das wäre ja ein Virgin Oak. Ja. Das ist so ganz komisch. Also der ist. Wir zäumen das Pferd gerade vom Abgang her auf. Der ist unglaublich süß und mild, ne? Mhm. Im Geschmack. Das ist das, wo du auch gerade Fan von warst, glaube ich. Das auf jeden Fall. Und er hat auch, oder man könnte so sagen, familiären Background zu den Likören, die du am Anfang gerochen hast. Weil ich finde, da. Ja, der hat so, eine Fruchtsüße, ne? Mhm. Ich finde ihn auch sehr nah an einem Bourbon. Ja. Also blind würde ich sagen, was ist hier los? Ist das Scotch? Nee, und würde ihn eher als Bourbon nehmen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, bei kanadischem Whisky ist es sogar erlaubt, Geschmacksstoffe zuzusetzen. Ah, okay.
Was hier definitiv nicht der Fall ist. So. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber das ist schon ein abgefahrenes Ding. Ja. Okay, nee, das steht. Ja, weil der ist sehr, sehr wie ein Bourbon-Likör. Ja. Schon fast. Natürlich nicht ganz so süß. Nee. So eingelegt, diese Amarena-Kirsche. So, die so beim Cocktail, die mit dem Spieß sind. Ja. So. Und der Abgang geht wirklich in eine sehr spezielle Richtung. Die ist so eine Würze, wo er trotzdem noch diese Likörigkeit mit drin hängt. Aber beides leicht. Das ist ja, nicht, ja. Das ist nicht, keine starke Würze, die da. Also es ist wirklich ist ein bisschen da, so ein bisschen. Ich glaube sogar, die 40% sind bei dem gar nicht unbedingt falsch. Ja. So, weil. Da könnte ein Fassstärke richtig. Richtig daneben gehen. Ja. Also, und auch schon bei 46% vielleicht. Also, ich glaube, die 40%, das ist schon in Ordnung. Ich würde dagegen gerne mal den. Oh, jetzt geht's los. Ich wollte das Video gerade schließen, dann kommt die nächste Flasche raus. Gegenhalten, was die Farbe angeht. Ach, gegenhalten? Ich dachte, du willst sie probieren. Nee, einfach nur zu gucken. Der ist tatsächlich dunkler, das hätte ich nicht gedacht. Ah, ein bisschen. Ja, ist aber auch dicker. Die Flasche ist dicker. Ah, okay. Ja, guck, wenn du ihn schräg hältst, dann. Ja, dann ja sowieso, müssen wir den schräg halten. Okay, ja. Ja, dann wird schon mal. Dann nähern sie sich ein bisschen an. Ja, der ist schon noch ein Ticken dunkler, ja. Ja. Ja, die Farbe ist schon toll. Ja. Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt hier noch eine schnelle Querverkostung reinschieben. Dann kommen wir zum Fazit. Was sagst du? Mir gefällt er. Ich finde ihn echt gut. Hat mich überzeugt. Kannst du kurz dein Handy wegpacken und die Bestellung können wir später machen? Das mache ich gerade mit dem Fuß, das sieht man nicht mit den Zehen. Dalmor 51. Zack. Verdammt, oh Mist, ich habe mich verklickt. Nee, ich finde den echt gut. Gerade so zum Anfang. Ja, erstes Video heute. Ja. Da passt das. Und du? Überraschend gut, muss ich als voreingenommener böser Mensch mal sagen. So kanadischer Whisky unter 30 Euro. Von Signal Hill, gebe ich zu, habe ich nie was gehört. Sind wir jetzt so an die Flasche gekommen. Und da habe ich nichts erwartet. Also irgendwie gar nichts. Und das toppt er. Definitiv. Ich finde den gut trinkbar. Ich finde, dass er an der Grenze zu Whisky ist. Irgendwie. Ja. Obwohl, also er ist Whisky, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber geschmacklich ist er an einem Rand. Also wenn ich denken würde, so, oh, heute Abend habe ich mal Lust auf einen Whisky, dann würde ich den nicht nehmen. So. Es ist kein klassischer Scotch. Nein, das auf gar keinen Fall. Er ist deutlich näher am Bourbon auf jeden Fall. Ja. Bei Mais und so natürlich auch keine Frage. Ja. Er spielt mit seinen Fasslagerungen. Ja. Die Eichennoten, die unterschiedlichen. Oh, das Ex-Bourbon-Fass. Das New Oak-Fass. Ja. Und diese Süße, als ob da jemand irgendwie Bonbons rein hat fallen lassen. Aber schlecht ist es nicht. Also, wo der sich gut eignen würde, ist ein Line-Up World Whiskies oder so. Ja, ja. Und da packst du ihn irgendwie an Anfang. Oder, wie sie es auch empfohlen haben, zu Cocktails oder in Cocktails. In Cocktails, glaube ich, richtig geil. Ist ja, ich habe keine Ahnung von Cocktails, aber da kann ich mir vorstellen, da ist das eine Bank.
Mhm. Würde ich sagen, das ist nicht nur solide, es ist eine Bank. Es ist eine Bank. Ah ja, sehr gut. Ja, ja, doch. Also auch positiv, auch ein positives Fazit. Ja. Vielleicht nicht ganz so positiv wie du, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja. Super. Weißt du, was auch total positiv ist? Was? Auf Abonnieren zu drücken. Ich wäre der König der Überleitung. König der Überleitung. Ja, ich habe das schon gemacht. Marc hat das auch gemacht. Und ungefähr 300 andere Leute haben das auch gemacht. Und wenn ihr und wenn du das auch machst, dann kriegt ihr alle Infos und so weiter, wenn wieder was Neues online geht von uns. Das wird uns sehr freuen, weil höhere Zahlen sind immer besser. So. Genau. Unsere Videos gibt es auch als Podcast. Stimmt. Spotify, Apple, iTunes, Apple Music, überall. Einfach nach Malte und Marc Talk Mode suchen, dann findet ihr das auch. Ja. Habt ihr das auf den Ohren? Genau, habt ihr es auf den Ohren beim Pumpen oder beim Pendeln. Hauptsache was mit Tee. genau diese Unterhaltung hatten wir schon. Wir wiederholen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.